Justus. Was? Sehen Sie? Überraschung. Wo soll ich anfangen? Weißt du noch, als ich dir Freitagabend gesagt habe, du sollst den Laden dicht machen und dir den Schlüssel gegeben habe? Natürlich, ich bin ein guter Angestellter und jetzt... sind Sie damit dran, mich zu überraschen. Und jetzt sind Sie dran, mich zu überraschen. Ach ja? Na, ich musste einen Schlüsseldienst anrufen, um die Tür aufzubekommen. Und er hat mir einen besonderen Pyjama-Preis gemacht, weil ich ihn geweckt hatte. Also Schnauze und her mit dem Schlüssel. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen. Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh, das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Sie meinen die Karte von Skep Island... Meinen Sie die Drohbriefe an Ihre Ex? Oh, Sie reden von Ihrem Toupet? Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie, da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, Hex. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hex. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab Ihnen doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Sie wollen mich also wirklich nicht bezahlen? Ich erwarte eine Entschuldigung. Was jetzt? Darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich etwas geliefert haben möchte? Sie wollen mich also wirklich nicht bezahlen? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie?
Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Wasserspender. Kein Durst. Kein Durst. So, was haben wir denn hier? Poster, Päckchen. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist? Das kann ich nicht einfach so nehmen. Nee, das Päckchen muss ich... So. Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Okay. Ah, die legendäre Superzuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Ah, die legendäre Super-Zuckerschnecke. Tatsächlich habe ich nie... Okay. Dann gehen wir mal. Fremder. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay. Geldautomaten. Ja, wäre schon geil, aber nein. Wäre schon geil, aber nein. Pfandleihe. Müssen wir was verpfänden, oder was? Dieb. Ich glaube, der will gerade nicht mit mir reden. Vielleicht später. Mel. Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche auch echt eine Menge Geld. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja. Das ist ein echtes Ticket für die Uber. Damit kann man ungehindert... durch die ganze Stadt fahren. Ein Teleskop, Entenbügel, den habe ich selbst gemacht. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder Comics Katalog von 1972 inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihrem klassischen knappen Kostüm mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder Comics Katalog von 1972 inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihrem klassischen knappen Kostüm. Mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Okay. Ein Teleskop, Entenbügel. Ein Teleskop, Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel. Auch selber gemacht. Das ist ein echtes Ticket für die das U-Bahn. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich. Brauche ich nicht. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Na, ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja, der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Mel, das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Das hat großen nostalgischen Wert. Wow. Dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du? Ich liebe den Kerl.
Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge, geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Einfach mal was einstecken und ihn aufbringen. So viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Einfach mal was klauen wie er und dann bringst du es dahin. Du hast ihn hier. Die trage ich nicht rum. Hier ist so viel. Tresen. Ich glaube, das ist physikalisch unmöglich. Hier gibt's allen möglichen Scheiß. Okay. Wing. Nee, der Ring bleibt bei mir. Schade. So müssen wir ihn erst sein Heftchen klauen oder was? Oh, großartig. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Gottverdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Kaputtes Radio. Kann man auch reparieren, oder? Wozu? Das ist hin. Okay. Das macht keinen Sinn. Das ist keine gute Idee. Ein paar Teile sind nicht da, wo sie hingehören. Okay. Ich bin nur ein Kurier. Keine Ahnung, wie man das wieder hinkriegt. Mhm. Oh, passt perfekt. Okay. Das ist keine gute Idee. Das klappt noch nicht so ganz. Okay. Das macht kein... Das muss... Wenn du das für eine gute Idee... Ich bin nur ein Kurier. Okay. Der Penner sagt, das ist eine Visitenkarte. So, kann ich jetzt mal hier raus? Danke. Eher nicht. Hey, Mr. Emerson, ich glaube, wir sollten uns nochmal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut. Kein Stress. Okay. Fremder. In die Bank, können wir da rein? Nein, bin ich Rockefeller oder was? Hallo? So. Bahnsteig. Pfandleihe. Wir müssen Randalls Wohnung. Okay. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Kann ich da jetzt rein? Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Wie wär's einfach wieder? Ach so, wir kommen hier nicht drüber hoch. Ist ja im Arsch. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Okay. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Na gut. Hierher. Können wir ihn mitnehmen? Können wir ihn vielleicht damit begeistern? Das behalte ich lieber. Okay. Nett von dir. Keine Ahnung. Du, ja. Dumm, dumm. Mein Nützen. Davon ausgegangen, dass wir das Radio vielleicht reparieren müssen. Wozu? Das ist keine gute Idee. Ja.
Wenn du das für eine... Das macht kein... Die Fernbedienung. Nee. Das wird nicht klappen. Okay. Das muss nicht geklebt werden. Nein. Das muss nicht... Ja, gut. Das ist keine gute Idee. Das ist kein... Ja, ja, schon verstanden. Schon verstanden. Kann ich nicht von hier aus ablenken jetzt? Irgendwas nehmen und... Verdammt, ja. Anscheinend nicht. Ich versuche ja immer dem Gespräch... Dum dum dum, Mülleimer. Videothek. Können wir hier nicht einfach mal die Scheibe einschlagen oder so? Das ist keine gute Idee. Hängt immer noch da. Sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Oh, aufgelegt. Alles klar. Damit beenden wir auch jetzt erstmal diese Session von Wendell's Monday. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Games for You. Ihr könnt euch